Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Genau. Der Fundament. Ich hoffe, ich tue genügend von den Dingern hin, dass es ausreicht. Sonst wäre es blöd. Warte mal, ist das jetzt eigentlich schon runtergeroutet? Oh, nein, was ist das? Ups. Ach so. Jetzt auf das geht wieder. Oh. Hier sind Kuchen. So, aber jetzt hast du. Jetzt kann ich wieder ein bisschen Tour. Ja. Ich wusste es. Das kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Ja. Und weg damit. Oh, wait. Ah, da habe ich einen Haufen gelassen. Aha, aha, aha. Ich tatsächlich genug haben. Ja. Das muss ich jetzt endlich mal anschließen. Genauso wie das da und das da auch. Das würde auch nicht helfen, wenn ich anschließe. Okay. So. And now it's time. Time for a duel. Duel. Oder so. Ja. Ah, verdammt. Na komm, schon da rein. Ach so.
So. Ach, von dort aus geht's. Na, okay. Gut. Und nächstes Mal weiter. Ja. Nächstes Mal weißt du Bescheid. Ja. Aber ich kann doch auch hier nehmen, oder? Mhm. Ach nee, ernsthaft, das geht nicht. Oh. Oh, schade. Von nicht hier. So, damit. Mach da oben. Oh mein Gott, das geht wirklich. Okay, das ist ziemlich cool. So. Dahin und von dort aus. Dahin und von dort aus. Ja. Wo habe ich es versteckt? Verdammt. Dahin und von dort aus. Wieder. Da wo ich es versteckt habe, da habe ich es versteckt. Okay. Und was hast du versteckt? Du wirst es dann schon sehen. Schau mal deine Balls. Nimm mal das gleiche mit dir. Ja. Wieso sollte es auch anders sein? Mhm. Na, jetzt hat. Habe ich hier kein zweites hingebaut? Okay. Oh, es lang. Perfekt. Chef's Kiss. Gut. Hier. Oh, wo ist denn schon der Versteck? Versteck ich's. Zack. So, oh, no.
Nee, das sind die Leute. Oh. Das funktioniert doch. Hm? Das und das und das und das und das. Oh. Das reicht nicht ganz. Okay. Mal schauen. Gut. Auch ein bisschen Stahlträger. Hm. Das ist auch ein bisschen vom Band klauen. Mhm. Gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja alles unseres Zeug. Das stimmt. Das haben wir uns wirklich verdient. Und wir haben es erbaut. Ja. Hätte die Produktion angekurbelt. So, das ist jetzt auch angeschlossen. Soll ich da unten habe ich da das, oder? Ja. Hast du in der Base oder halt in der Fabrik was abgebaut? Hier die ganzen Dings, ganzen Zwischenböden? Ja. Ich will sie durch Glasböden ersetzen, damit die Sonne durch. Ach so. Okay. Gut, ja. Ja. Ich hätte schon fast gedacht, dass unser Spielstand verglitscht ist. Okay. Nee, es sollte. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Ja, es sollte nicht verglitscht sein. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Mensch, mach ich mir schon Sorgen, ey. Mhm. Da hat der Typ mir wieder was vor. Eisenbahn wollte hier nicht. So. So. Okay. Stop. Perfect. Und das hier alles ist für was genau? Für Motoren.
Okay. Ja. Okay. Stell keine Fragen. Besser ist es. Gut. So. So, und bam. Okay, die sind angebunden, die untere Ebene ist angebunden, das ist angebunden. Geht nach unten, das ist angebunden, geht nach unten. Ist alles am Strom jetzt dran. Oh boy. Ich glaube, ja. Ich kann jetzt die Ressourcen reinlaufen lassen. Sehr gut. Sieht zumindest gerade so aus. Möchtest du beim Magic Moment dabei sein? Ja, warum nicht? Kommen wir gleich. Okay, dann aber auf die erste Ebene und dann tue ich mit dir das ganze Zeug mal schnell anschließen. Kommen wir gleich. Beziehungsweise, es fängt eigentlich mit dem Erdgeschoss an. Ich geh schon mal runter. Ja. Gut. Wo bist du? Komm her, komm her, komm her. Bei den Lagern. Im Erdgeschoss. Ja. Okay. Und ist das zwar, Stahl? Ja. Das machen wir darüber. Mhm. Und fließt der Stahl dahin und wird nach oben hin schön verteilt hier. Ja. Mhm. Alles schön und gut. So. Wo bist du? Alter. Ja, jetzt halt, gehen wir nach oben. Mhm. Gut, dann haben wir hier das ganze Kupfer. Das wird hier angeschlossen. Na, das wird dann hier auch gleich richtig warte, schön komm her, komm her. Aufgeteilt. Mhm. Na, hier ein bisschen nach links, hauptsächlich hier nach rechts und da. Ja. Ach genau. Dann haben wir hier zwei Level 3 Bänder an Eisen. Ja. Und das eine. Das geht dahin. Ich habe keine Stahlträger. Könntest du bitte das obere mit dem Splitter hier verbinden? Wer ist das Stahlträger. Wir sind nicht bei Bioshock. Hä? Wir sind nicht bei Bioshock. Ich habe auch nicht genug Stahlträger. Ich habe nur eins. Ich habe null. Das heißt, wir können das nicht machen. Wir können es gleich. Holst du welche? Oder? Ich zaubere. Oh, okay. Brauch nur 8, oder? Ja. Gut. Ah, ich verstehe. Ja. Magie. Gut. Von da hier rein, sagst du. In den Splitter hier, ja. So, Moment. Ja, so. Sehr geil. Und du siehst ja, da rechts wird das ganze Eisen schon nach oben verfrachtet. Mhm. Und hier passiert sozusagen gleich dasselbe. Ist auf eine Leine, der geht hier hinten vorbei und geht hier in das untere. Okay. Und dann werden nach einem sehr langen Prozess Rotoren draus. Hier links, das ist schon alles am Machen von Statuen. Ja. Genau zu sein, insgesamt 40 Statuen pro Minute normalerweise. Ja. Alles so läuft, wie es laufen soll. Hm. Und ich hoffe, das tut es, weil ansonsten habe ich wirklich keinen Bock mehr, diesen Scheiß nochmal neu zu bauen. Okay. Und dann ja, kommt es hier rein. Geht es hier da in die
Maschinen rein und da wird es dann später zu Motoren gebaut. Okay. Wenn halt noch die Rotoren von hier üben kommen, von der ganzen Eisenverschwendung. Okay. So, ja, Statoren sind schon mal drin. So, wie weit ist das hier? Ah ja, die Schrauben kommen. Die Eisenstränge sind auch auf dem Weg. Okay, also es dauert nicht mehr lang, dann kommen ein paar Rotoren. Und dann... Ach nö. Where Magic happens. Warte. Ich baue das hier mal ab. Wo bist du? Hier unten. Ganz unten, oder was? Ja. Ah ja, da. Achso, du machst ein Doppellager hin? Ja. Sonst bringt das ja kaum was. Ach, naja. Ah. Keine Materialien? Ja. Dafür braucht man ja... Also Rohre habe ich ja, Stahlrohre. Ich brauche nur noch Stahlträger. Okay. Ja. Die gehe ich gleich ein bisschen holen. Okay, also Rotoren werden jetzt gerade auch hergestellt. Gut. Die ersten Rotoren. Die ersten Rotoren oder Motoren? Die ersten Rotoren. Die werden dann noch zu Motoren vercraftet. Gut, denn ich komme. So. Perfekt. Wo haben wir das? Eins, zwei, drei. So. Danke. So, wenn schon... Nee, da werden noch keine Motoren hergestellt, wenn auch keine Motoren hergestellt. Auch nicht. Ja. So. Aber gleich werden sie hergestellt. Ja, die ersten werden schon hergestellt. Oh boy. Gut. Und für was brauchen wir so viele Motoren? Ist doch egal, wir haben sie und fertig. Okay? Okay. Schau dir diese verdammte riesige Produktion an. An verdammten Rotoren in auf fünf verdammten Ebenen und dann hier Statoren auf zwei verdammten Ebenen, die hier dann auf 20 Motoren die Minute runtergebrochen werden. Okay. Ja. 20 Motoren die Minute. Und das diesmal wirklich. Ja? Mhm, sehr gut. Nicht wie zuvor, wo es wahrscheinlich 5 Motoren die Minute waren oder so. Ich würde sagen, wenn du es ein wenig vergleichst mit dem, was davor da gestanden war, ist das, glaube ich, ein bisschen größer. Nur so ein bisschen. Das glaube ich. Aber ich muss schon sagen, irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen wenig vor, was hier an Rotoren kommt. Aber naja, vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen länger, bis die Sachen kommen. Hoffen wir es.
Ach übrigens, siehst du das, was ich jetzt vorhin meine mit, dass das, was nicht sieht? Nein. Der Strom. Ich habe die Verteiler an die Decke ran gemacht und von dort aus den Strom verteilt. Anstatt diese großen, großen Stromweste. Sehr gut, sehr gut. Warte mal, kommt hier ernsthaft zu wenig Eisen hoch? Moment mal. Das ist doch ein Level 3 Band. Das ist auch ein Level 3 Förderlift. Mhm. Förderlift? Ah, das ist ein Level 2 Band. Deswegen sind das so wenig Motoren. Okay. Ja, ein kurzes, verdammtes Miniband, das was halt einfach nicht Level 3 ist und schon wird alles zu langsam gemacht. Und aber jetzt ist das kann man zum Glück einfach upgraden. Ja. Gab es nicht hier irgendetwas? So, aber jetzt hat. Ja, aber die oberen. Oder waren es die oberen oder waren es jetzt die unteren? Ach nee, es waren tatsächlich die unteren, die was ein bisschen zu langsam gecraftet haben. Weil zu wenig Eisen da war. Und das sollte sich jetzt ändern. Gut. Na, also, einen Floor hatte mein System. Ein Band war auf Level 2. Aber bis jetzt, würde ich sagen, sieht's gut aus. Wir haben bereits 16 Motoren gecraftet. Okay. Genau, ich wollte eigentlich mal nachschauen, wie es jetzt mit unserem Strom ausschaut. Mhm. Also Strom haben wir genug. Ja, das glaube ich. Aber so, mich nervt es gerade ein bisschen, dass man so einen großen Strommast dafür anschauen muss. Mhm. Mit unserer maximalen Consumption tun wir momentan die schwarze Linie riden. Wir haben eine maximale Produktion, also ja, eine jetzige Produktion von 3075. Ja. Aber wir könnten bis zu 2951 Megawatt verbrauchen. Aber es gibt halt manchmal runter auf 2775 Megawatt, wo wir produzieren wegen den Kohlekraftwerken, weil irgendwas mit dem Wasser wahrscheinlich immer nicht passt. Okay. Aber ja, wir haben momentan um die 1,7 Gigawatt an Verbrauch. Okay. Ah. Oh, ich sehe, dass ganz oben das irgendwie nicht mit voller Last. Ja. So wird es wirklich verteilt. Keine Ahnung. Hast du dich verrechnet? Nein, nein, das wird einfach nur nicht verteilt. Ah, ja. Wird es jetzt verteilt? Jetzt wird es verteilt, okay. Der Splitter hat einfach nicht funktioniert. Ich musste die Line zu den Splittern nochmal neu legen, aber jetzt geht's. Okay. Das ist sehr interessant, tatsächlich. Okay, habe ich nochmal hier irgendwo sowas? Das läuft alles perfekt. Ist auch bis auf der eine hier. Das ist doch schon wieder was. Mein Gott. Der war einfach nicht angeschlossen. Okay. Okay. Also es sind auch mehr Fehler passiert, als ich dachte. Was ein Wunder bei so einer Riesenfabrik. Ja. So, ganz unten ist aber alles okay. Ja. Craftet auch alles mit voller Geschwindigkeit. Und oben sieht's auch gut aus. Alles im grünen Bereich. Sehr gut. Und gleich haben wir diese Pipeline-Technik am K2. Sehr nice. Aha. Finde ich auch.
Wir haben 32 Motoren gecraftet schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh yeah. Mhm. Oh yeah. Ich liebe es, so, wenn ich mal was ausrechnen konnte. Gut, und weg damit. Oh, geil. Milestone reached. Improved pipelines and pumps can now be constructed, capable of handling increased throughput of any fluid, as well as providing increased pressure handling for better vertical transport, respectively. Gut. Ich sehe aber, wir sind schon bei 31 Minuten. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.